Meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und zwar hat mich heute Überraschungspost erreicht und die würde ich euch gerne zeigen. Ich habe jetzt das nur mal aufgeschnitten und zwar habe ich ein Ü-Paket bekommen oder Ü-Päckchen von der lieben Michaela Lamara und da freue ich mich ja riesig. Echt riesig, riesig. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Ja gut, das ist ja auch ein Ü-Paket. Da rechnet man nicht damit. Und ja, ich wollte jetzt euch einfach mal teilhaben lassen an dem ersten Blick, den wir gemeinsam vollführen. Ich habe es jetzt nur aufgeschnitten und jetzt schaue ich gerade mal so rein. Oh, schaut mal, wie süß das ist. Das ist so süß. Da freue ich mich riesig. Ich nehme euch mal ein bisschen höher. Ja, so ist es, denke ich, besser. So, heute ist meine Kamera noch nicht gut eingestellt. Ja, jede Menge Flitterkram. Ich mache das auch immer so gerne. Ich schmeiße auch so gerne Flitterkram in die Pakete. Ich finde einfach, das macht's netter. Also, ich weiß nicht. Ich finde persönlich, das ist total cool, wenn man das macht. Ich mag das gerne. Und ich mag es auch gerne bekommen, weil ich finde, das sieht doch so süß aus. Dieses mit dem Flitterkram hier. Jetzt schaue ich gerade mal, ob ich so ein Tütchen kurz habe. Weil das tue ich mir natürlich, ja, natürlich aufbewahren. Das ist immer etwas, was man, ja, gerne auch mal in so Pakete mit reinpacken kann. Die gibt es beim Action, die Teilchen. Ich finde die so cool. Und ja, wer meine Videos gesehen hat, die ich ja, oder die Steffi gemacht hat, vielmehr die Steffi ihre Videos, wo ich ihr Post geschickt habe. Ich mache das ja sehr, sehr gerne und schmeiße da echt gerne das Zeugs rein. Ich hole jetzt nur mal das Gröbste raus, der Rest mache ich später. Nur das, was ich gerade so sehe, damit mir das nachher nicht verloren geht. Da springen mich auf jeden Fall gleich mal hier so Süßigkeiten an. Das ist perfekt für meine schlanke Linie. Die werde ich gleich mal so rauspacken. Und ich liebe Mars und Bounty. Also das hast du echt gut ausgewählt, weil ich mag kein Snickers. Das ist wirklich perfekt. Snickers hat mir jetzt mein Mann wieder gemopst. Und ich mag ja die zwei so gerne. Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Freue ich mich. Ja, mal so eine ganz wunderschöne Postkarte, schätze ich mal. Ja. Ja, ich werde mir das nachher in aller Ruhe durchlesen. Ich habe es jetzt nur mal so kurz überflogen. Irgendwie hat sie was gebastelt und sie dachte, sie schickt mir das und ich freue mich riesig, riesig, riesig. Und ich sehe schon, ich habe das bei Sabine schon bewundert. Wie süß ist das denn bitte? Schaut mal, das sind so kleine Mini-Washi-Tape-Rollen und die sind ja so goldig. Hier haben wir sowas mit so einem schönen Glitzer. Ich schaue gerade mal, ob mein Fokus das hergibt. Ja, mit Glitzer in Pink und Gold, total süß. Und hier haben wir es in Gold mit so Sternchen drauf. Mega. Und die sind so zart und süß. Das ist echt goldig. Ja, und Pink. Oh, Pink, meine Farbe. Total goldig. Ich werde das jetzt einfach mal rausholen. Ich habe ein bisschen Handmade, Handmade. Und dann haben wir hier noch mal was. Und da hat es noch ein bisschen so Flitti. Das werde ich mir auch gleich schnappen. Ich habe ja hier noch mein Tütchen und werde mir das da gleich reinmachen, weil ich das so cool finde. Jetzt werde ich mal die Schachtel zur Seite packen. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Ja, und jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Handmade. Handmade, handmade. Alles handmade. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich nehme jetzt mal das hier. Es steht nirgends was drauf. Also denke ich, kann ich das benutzen oder kann ich das aufmachen? Ach, so ein wunderschönes Papier. Ein wunderschönes Papier.
Ja, total cool. Bin ich jetzt echt richtig überrascht, dass ich was bekomme. Ich mag es ja so gerne. Ich mag ja so gerne Überraschungspost bekommen. Oh, und das Papier ist so schön. Schaut mal, wie schön das Papier ist. Traumhaft. Mit diesem Holo. Richtig, richtig toll. Das werde ich mir mal hier zur Seite legen. Oh, was hat sie mir da gemacht? Oh, kann man das rausholen? Oder ja, das ist ein Schächtelchen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie das. Ah, das ist so eine Pizzaschachtel. Ach, schaut mal, wie süß. Mit einem Fensterchen. Das ist ja mal eine coole Idee. Ja, cool, super. Was hat sie mir denn da gemacht? Ein Hufeisen. Oh ja, sie macht ja auch so wunderbare Mixed-Media-Geschichten, die Michaela. Die macht es echt wahnsinnig toll. Schaut mal, hier mit dieser Dame, mit dieser, ja, Kamee und mit diesen Blumen. Richtig cool. Ich glaube, die Blumen sind auch alle selbst gemacht, so wie es aussieht. Also die sind vom Action Decala. Jetzt bei denen bin ich mir nicht so sicher. Die sehen ein bisschen auch aus wie selbst gemacht. Und das Hufeisen ist wahrscheinlich. Ja, ist ein Stück Holz, aber vielleicht hat sie das auch selber ausgestanzt oder also ausgesägt. Mega. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Schaut mal, wie toll das ist und so. Die Details, wie wunderschön sie das gemacht hat. Also richtig, richtig schön. Also sieht doch Hammer aus, oder? Also das schaue ich gerade mal. Ich muss mal schauen. Kriege ich euch. Ja. Super. Also echt richtig toll. Und auch ein bisschen was mit Glitzer, das gefällt ja mir sehr gut. Und die Schachtel finde ich auch traumhaft schön. Also die Schachtel ist super. Die werde ich mir nachher mal ganz in Ruhe anschauen. Ich habe das nämlich bei Sabine schon gesehen. Sie hat auch so eine coole Schachtel bekommen von ihr. Und ich finde das richtig eine klasse Idee mit dieser durchsichtigen Folie. Ich habe ja mal so Tütchen gemacht und da habe ich auch so quasi so ein Fenster reingemacht. Ich finde das ganz nett, dann kann man schon mal vorab ein bisschen spiegeln, aber man sieht noch nicht alles. Ja, vielen lieben Dank, Michaela. Ich freue mich riesig. Ich bin echt total immer noch überrascht. Gerade klingelt es an der Tür. Oh, das ist ein bisschen was Schwereres. Wir nehmen das. Der Postbote steht da und schreit mich an, Paket liegt vor Tür und war wieder weg. Und dann dachte ich mir, okay. Das ist gerade im Moment immer ein bisschen lustig, weil ja, man muss ja jetzt nicht mehr unterschreiben. Und durch dieses Corona und die schmeißen es immer vor die Türe. Wow, krass. Wow, wie krass. Und springen dann wieder weg. Ja, was ist denn das Cooles? Das hat sie aus Harz gemacht. Ja, schaut euch das mal an. Wie krass ist das denn? Das ist ein bisschen gruselig. Aber mega. Mega. Ich weiß gar nicht, was mache ich denn mit dem? Ich habe mal. Es gibt ja so Magneten hier zum Kleben. Vielleicht kann ich das mit doppelseitigem Klebeband festmachen, weil ich habe nämlich hier, habe ich nämlich so eine, die habe ich von Heike Basteleule bekommen. Die hängt da schon seit ich sie bekommen habe, habe ich mir da so eine Magnetwand mal bekommen von ihr. Und da hänge ich so Stempelabdrücke hin, die noch nicht ganz auskoloriert sind, wo ich angefangen habe und dann keine Lust mehr hatte. Und das wäre ja perfekt, wenn ich das irgendwie dazu hinmachen könnte. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt oder mit so Magnetklebeband oder so. Da muss ich mal schauen. Michaela, das könntest du mir vielleicht ja mal sagen, ob das hier hinten drauf hebt, aber oder ob das hält. Es ist ja aber doch ziemlich glatt. Und mega, guck mal, wie cool das ist. Das ist richtig glatt und auch mit Glitzer und oh, krass. Das sieht doch echt krass aus, oder? Krass. Echt der Hammer. Und auch hier diese Adern von den Ohren und so. Also mega. Ja, das ist echt cool. Da freue ich mich. Ich werde es echt mal versuchen, das irgendwie hinzubekommen. Ob ich das, weil
zum Beispiel hier, das ist so ein Magnet, den habe ich da hängen. Das ist vom Stempellädle, da habe ich was bestellt. Und die haben das nämlich auch nur so aufgeklebt. Und das hängt da halt perfekt. Und da habe ich mal so eins bekommen, auch aus Harz. Und das ist ja eigentlich auch nur so irgendwie aufgeklebt. Also ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Vielleicht mit Heißklebepistole, da muss ich mal schauen, ob das mit dem hält. Aber das wäre ja also wirklich perfekt. Das wäre ja wirklich perfekt. Das sieht so cool aus. Schaut mal, wie cool das aussieht, das Teil. Ein bisschen ist es gruselig, ein bisschen macht es mir Angst, aber ich finde es irgendwie total faszinierend. Mega. Jetzt kommen wir zum Großen. Yay! Ich bin jetzt echt sehr gespannt. Da ist was ganz irgendwie Leichtes drin. Ich werde jetzt mal schauen, wie ich das. Ach, hier ist noch mal was zugeklebt. Hat sie auf jeden Fall sehr gut zugeklebt. Oh, ich habe auch so ein Teilchen bekommen. Ich habe es ja gerade schon gehofft, aber ich wollte nichts sagen, weil ich gedacht habe, oh, vielleicht ist es nicht drin. Aber doch, ja, ich finde es so traumhaft schön. Auch wieder hier diese wunderbare Schachtel. Ich finde die Idee mit diesem Fenster mega. Ich weiß gar nicht, warum ich da noch nicht drauf gekommen bin. Eigentlich ist es ja blöd. Oh, schaut mal, sie hat mir hier auch so einen Fensterhänger gemacht. So mega krass. Genial. Die Idee so cool. Ich lege das mal weg. Dann, obwohl, vielleicht können wir es dann dadurch besser sehen. Also das ist quasi ein Mond. Und dann hat sie den Mond hier ausgefüllt mit Folie und hat da hier so eine Elfe draufgesetzt, mit Steampunk ganz leicht angedeutet, mit den Zahnrädern und hat hier so ein bisschen Gebamsel runtergehängt. Ich muss es wie Sabine auch weghängen, damit die Katzen da nicht hinkommen. Also es muss auf jeden Fall höher hängen. Und hier auch wieder wunderschöne Blumen, die Kalas, die hat sie beglitzert, ein bisschen wahrscheinlich mit Wachsen gearbeitet. Und diese ja, Äste, ich wollte jetzt gerade sagen, diese Stecken, Stecken ist schwäbisch, hat sie schön mit Blattgold und Glitter beglitzert. Also richtig toll. Ganz, ganz, ganz coole Geschichte. Und hier hat sie sogar ihren Stempel embossed. Das finde ich richtig cool. Also ist eine klasse Idee. Eine wirklich klasse Idee, das so zu gestalten. Ich bin ein bisschen sprachlos, dass ich sowas bekommen habe. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit ge ich habe es ein bisschen gehofft, weil das auch so leicht war. Und Sabine in ihrem Video schon gesagt hat, oh, da ist so leicht, ist da überhaupt was drin? Und dann kam so ein wunderschönes Teil raus. Und ja, in diesen Farben gefällt es mir natürlich mega gut. Und sowas gefällt mir, weil das kann ich aufhängen. Ich habe nicht so viel Platz zum Schachteln und Ordner hinstellen, weil ja die Hälfte, ich muss ja mein Bastelzimmer teilen mit meinen Kleidern und ein kleiner Teil ist auch noch Büro. Und von dem her habe ich nur so eine kleinere Ecke und habe halt eben auch Dachschrägen und da kann man halt sowas perfekt einfach runterhängen lassen und es darf sich ja auch ruhig ein bisschen drehen, finde ich. Also das werde ich mir mit dem Reißnagel einfach an meiner Dachschräge festmachen. Das finde ich mega toll. Also es gefällt mir richtig, richtig gut und auch dieses Band ist wunderschön. Die Michaela hat eh so tolle Bänder, weil sie hat mal, das ist aber schon ein paar Monate her, hat sie mal einen Haul hochgedreht oder ja, so ein, auf jeden Fall ist irgendwie, ich glaube, jemand hat die Wohnung ausgeräumt oder so und hat einfach früher viel Handarbeiten gemacht und da hat sie unglaublich viel Spitze und Bänder abgestaubt und Wolle und sowas und die wollten das irgendwie alles wegschmeißen. Ich glaube, das war von ihrem Papa irgendwie was und da hat sie das alles mitgenommen und da habe ich sie schon unglaublich beneidet um diese wunderbaren Bänder und Schnüre und Kordeln und Spitzen, wo sie da bekommen hat. Und ich glaube, dass das vielleicht auch was von dort ist, weil, glaube ich, die Frau, wo das gehört hat, war, glaube ich, irgendwie Näherin oder so. Also, mega, ich freue mich riesig.
ganz, ganz, ganz toll. Ich kann es gar nicht. Ich muss es immer wieder noch anschauen. Ich muss es immer wieder noch ein bisschen bewundern, weil das so wunderschön gemacht ist. Und auch das mit der Folie, so eine coole Idee. Und auf der Folie, na, das ist ein Aufkleber. Ich dachte schon, sie hat embossed auf der Folie. Das habe ich nämlich mal probiert. Aber irgendwie ist das alles geschmolzen. Das war wohl nichts. Ja, super. Vielen lieben Dank. Ich werde mir da jetzt einen schönen Platz raussuchen und werde das ja richtig schön hinhängen, dass es schön zur Geltung kommt. Bei dem hier, ich weiß, man sollte ja ein Hufeisen immer so hängen, dass das Glück hineinfällt und nicht hinausfällt. Da werde ich mir vielleicht hier irgendwie zwei Nägelchen an der Wand festmachen und das dann so einhängen. Da muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme. Jetzt vorerst mal werde ich es wieder in die Schachtel zurückpacken, damit ich einfach weiß, wo es ist und damit es auch nicht kaputt geht. Das finde ich, ich finde das so eine coole Idee mit dieser Verpackung. Genial. Auf jeden Fall, Michaela, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde es richtig cool, was du mir da so geschickt hast. Einfach so. Und ja, ich werde mich irgendwann bestimmt mal revanchieren und werde dir auch mal wieder was zukommen lassen. Und ich freue mich riesig, dass du an mich gedacht hast und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und euch anderen hat es auch gefallen. Ich werde jetzt meine Schätze noch ein bisschen bewundern, werde hier mal noch die Kleinigkeiten ein bisschen anschauen und dann werden wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss!